langsam. Ist gut, kannst gehen. Stufe. Während dem Joggen schaut Andreas Wiesler für zwei, nämlich für sich und den Stefan Hofmann. Zusammen trainieren sie für den Winterthurer Marathon am Wochenende. Für den 53-Jährigen ist das Joggen eine gute Abwechslung zu seinem Alltag. Die Freude an der Natur, die in jeder Vielfalt zu erleben, ist es heiß, ist es kühl, schneit es, regnet es. Das klingt alles zusammen anders. Der Geruch, im Frühling hast du den Bärlauchgeschmack, im Sommer hast du wieder irgendetwas anderes. Also einfach, ich habe das gern. Bei seiner Geburt hat der Winterthurer nur 1% Sehkraft auf seinem linken Auge gehabt. Seit über 10 Jahren sieht er gar nichts mehr. Beim Laufen muss er sich darum blind auf seinen Laufkollegen Andreas Wiesler verlassen. Wir sind doch einige Stunden in der Woche zusammen unterwegs. Und wir kennen unseren Fang so gut, es braucht gar nicht mehr für jedes Hindernis einen Befehl oder einen Hinweis, sondern wir können auch nonverbal miteinander kommunizieren. Die beiden trainieren 1 bis 2 Mal pro Woche für den Halbmarathon. Während dem Joggen haben die beiden ein Hilfsmittel. Wenn wir miteinander rennen, haben wir das Band. Wir heben das beide heben, relativ locker. Das ermöglicht uns auch noch zu schwingen. Und wir müssen nicht einander Händli heben. Und so hat jeder noch seinen Spielraum, einen Freiraum, den er braucht. Das erste Mal in der Geschichte des Winterthurer Marathon nehmen dieses Jahr Menschen mit Beeinträchtigung teil. Die Katharina Braun von Plussport schaut, dass am Lauf alles behindertengerecht ist. Die einen brauchen Unterstützung während dem Lauf. Das heisst, da läuft ein Guide mit, eine Begleitung mit. Ob jetzt die Person eine Sehbehinderung hat oder eine geistige Beeinträchtigung oder auch im Rollstuhl ist, da begleitet jemand die Personen, die gerne Begleitung haben. 33 Menschen mit Beeinträchtigung haben sich angemeldet. Die Organisatoren erwarten rund 2700 Läuferinnen und Läufer am Sonntag. Der Stefan Hofmann ist für die bevorstehenden 21,1 Kilometer ambitioniert. Ich setze mir einfach sicherlich gesund und zweg und ohne irgendwelche Brüche und Stauchungen durchzukommen. Mein Ziel von unter 2 Stunden kann ich da vergessen, weil der Weg halt einfach doch stark Wurzelweg hat. Aber so 2 Stunden 15 wäre cool.